Wir werden in diesem Video den Starter, also den Anlasser, von dem Motor ersetzen. Hintergrund ist der, dass der Starter manchmal ein Geräusch von sich gibt, kein gesundes Geräusch. Genau genommen ist es so ein Klackgeräusch, sobald man das Zündschloss dreht. Und dies ist ein Zeichen dafür, dass mit dem Magnetventil im Starter etwas nicht stimmt. Kurz gesagt, dass der Starter demnächst quasi den Geist aufgibt. Vorsichtshalber werden wir jetzt diesen Starter austauschen, bevor das Auto irgendwo liegen bleibt und später nicht mehr gestartet werden kann. Wir werden in diesem Video einen Starter von Valeo einbauen. So sieht das gute Stück aus. Der Starter selbst wird mit zwei Schrauben befestigt, hier und hier, direkt am Getriebe oder am Motorblock. Und wir haben hier drei Anschlüsse, die wir anschließen werden müssen. Wir haben hier den Magnetschalter und dieser Magnetschalter macht dieses Klackgeräusch. Wir haben hier ein Ritzel und dieses Ritzel muss zum Zahnkranz gebracht werden. Und der Starter funktioniert an sich mit zwei Stufen. Die erste Stufe ist, dass dieses Ritzel nach vorne schießt, da wo hier jetzt diese Welle ist, da wandert das Ritzel nach vorne heraus. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist, dass dieses Ritzel sehr stark sich dreht, also sehr schnell und sehr zügig sich dreht. Das ist die ganze Funktion von diesem Starter. Er muss den Motor quasi einmal in Bewegung setzen, damit der Motor anspringt. Wenn ich es richtig weiß, dann gab es beim Astra H zwei Ausführungen von Startern. Entweder habt ihr einen Starter von Valeo oder ihr habt einen Starter von Bosch. Die unterscheiden sich etwas. Die Unterschiede sind teilweise in der Leistung, aber auch in der Anzahl der Zahnräder. Also diese Zahnrädchen hier, die unterscheiden sich. Da müsst ihr halt drauf aufpassen. Am besten ist, ihr schaut vorher, was ihr für einen Starter eingebaut habt und schaut nach der Teilennummer von dem Starter, der bei euch befestigt ist oder angebracht ist. Ich sage gleich dazu, es gibt im Zubehör auch eine Menge Alternativen, also viele verschiedene Hersteller, aber ich persönlich baue bei solchen wichtigen Motoranbauteilen nur bekannte Hersteller ein. Bekannte Hersteller im Bereich Starter, aber auch Lichtmaschinen, das wären zum Beispiel Bosch, Heller oder eben Valeo. Und mit diesen Produkten von diesen Herstellern macht man in der Regel nichts falsch. Dieser Motor hat aktuell fast 190.000 auf der Uhr und nach über 10 Jahren und nach dieser Laufleistung kann eben schon mal so ein Starter kaputt gehen. Ist halt so, lässt sich nicht vermeiden, dann muss man das eben in Stand setzen. Ein Auto nur deswegen wegzuwerfen, weil der Starter defekt ist, macht keinen Sinn. Dieses Bauteil ist ein Neuteil, das kostet ca. 100 Euro. Es gibt diese Bauteile auch als Austauschartikel, als Pfandartikel. Das heißt, ihr bekommt ein wiederaufbereitetes Bauteil, zum Beispiel für 80 Euro. Müsst 50 Euro Pfand drauf zahlen und dann müsst ihr euren kaputten alten Starter zurücksenden. Dann bekommt ihr die 50 Euro wieder gutgeschrieben. Soweit zur Einführung. Ich denke, das soll jetzt genug gewesen sein. Beginnen wir mit dem Austausch. Und der erste Schritt, bevor ihr überhaupt an den Starter rangeht, ist, dass ihr die Batterie abklemmt. So, wir trennen jetzt die Batterie. Einfach aufschrauben. Das ist die Minusleitung, die kommt ab. Und sicherheitshalber trennen wir auch die Plusleitung. Die Batterie ist nun getrennt. Jetzt als nächstes gehen wir runter unter das Auto und lösen den Starter und tauschen ihn aus. Ich habe jetzt eine andere Kamera nehmen müssen, denn die andere Kamera ist viel zu groß. Ich bin jetzt unter dem Motor. Wir sehen jetzt hier das Getriebe, hier die Ölwanne, darüber die Antriebswelle und hinter der Antriebswelle, genau genommen hier, das ist unser Starter. An den müssen wir ran. Hier ist wieder mal super viel Platz zum Arbeiten. Aber was will man machen? Es ist jetzt wie es ist. So, ich habe jetzt die Kamera mal ganz rein gefriemelt, ganz nah. Hier ist die erste Schraube und eine Masseleitung, denke ich, ist das hier. Also die Schraube kommt raus, 14er Nuss. Die andere Schraube ist dahinter, auf der anderen Seite. Und um an dieser ranzukommen, das wird ein Spaß, weil man sieht hier nichts. Ich denke mal, ich werde zunächst diesen Halter hier abbauen. Also das ist ja nur eine Stütze für die Ansaugbrücke. Dazu löse ich hier mit einer Torx-Schraube diese Schraube und die Schraube da oben und dann hole ich mir diesen Halter hier, den Metallbügel hier einfach weg, dann habe ich ein bisschen mehr Rangierplatz. Wichtig wird sein natürlich, dass man die elektrischen Anschlüsse, hier oben sehen wir sie, die drei, trennt und wie bereits angesprochen, unbedingt die Batterie vorher trennen, damit wir hier keinen Kurzschluss verursachen und auch kein Funkenflug entsteht etc.
Am besten, wenn ihr unsicher seid, macht ihr noch ein Bild von den elektrischen Anschlüssen, damit ihr später wisst, wie was angeschlossen war. Ich brauche jetzt beide Hände zum Arbeiten und filmen kann man hier in diesem engen Raum ohnehin sehr schlecht, beziehungsweise gar nicht. Das bedeutet, ich werde jetzt die Kamera hier ablegen und werde mich mit den einzelnen Schritten gleich melden. So, erster Statusbericht. Ich habe die Kontakte hier alle gelöst. Also ihr braucht hier eine 14, eine 13 und eine 10er Nuss am besten parat halten. Und dann schaut ihr, welche Nuss auf welche Verkabelung kommt, das lösen. Und dann haben wir hier noch, ja, hier ist es, den Stecker oder das Kabel habe ich jetzt auch gelöst. Hier arbeite ich halt mit einer 13er Langnuss, weil der Stift für eine kleine Ratsche zu lang ist. Deswegen muss man hier quasi eine Langnuss nehmen. Ja, die hintere Schraube, die ist sehr giftig. Ich habe mit dem Smartphone ein paar Bilder gemacht, damit ihr euch das vorstellen könnt. Also die Schraube auf der anderen Seite, die ist quasi zugedeckt. Die ist zugedeckt von dieser elektrischen Leitung, die hier. Ich habe diese Leitung bereits ein bisschen freigemacht, gelockert. Das ist die Leitung, die zur Lichtmaschine führt. Die beiden Kabel sind die Anschlüsse von der Lichtmaschine, von diesen beiden Anschlüssen. Also ich habe die quasi gelöst, damit das Kabel ein bisschen flexibler ist und ich mehr Spielraum habe. Wie man die Lichtmaschine ausbaut, einbaut, dazu habe ich ein Video erstellt, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Jetzt mache ich hier mal weiter und melde mich demnächst gleich wieder. Es sind nun einige Minuten vergangen und ich habe mir die Finger wund gerieben beim Versuch, diesen Kabelbinder da hinten irgendwie zu lösen oder durchzuschneiden etc. Also man kommt da sehr, sehr schlecht hin. Man bräuchte Kinderhände oder sowas, das ist unglaublich. Aber ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie ich da einigermaßen rankomme. Und zwar jetzt hier zwischen der Antriebswelle und dem Motorblock. Ich zoome euch mal näher ran, dann könnt ihr das von hier aus nämlich sehen. Ich hoffe, dass der Autofokus mitspielt. Ja, hier. Da war er kurzzeitig scharf. Da ist der Kabelbinder. Ich werde jetzt versuchen, mit einem langen Schraubenzieher die weiße Kunststofffassung zu fassen und dann auszuhebeln aus der Verankerung. Ich habe jetzt den Kabelbinder oder den Halter des Kabelbinders rausgerissen. Fokus macht nicht mit. Hier an dieser Stelle, den Boppel sieht man noch vom Halter, diesen Kunststoffhalter, aber das Kabel ist jetzt lose. Jetzt komme ich auch an die Schraube ran vom Starter. Also eine 13er Nuss, eine Verlängerung und eine Ratsche und damit hole ich jetzt die Schraube raus und auch den gesamten Starter. So, die beiden Schrauben sind draußen, also da hinten, das ist so eine Schraube. Ihr müsst aufpassen, da ist auch eine Scheibe drunter. Und hier vorne, also hier drüben, hier unten, da ist so eine Schraube. Auch da ist eine Scheibe drunter. Da müsst ihr aufpassen, dass euch nichts abfällt, runterfällt etc. Jetzt ist der Starter gelöst, jetzt sollte ich ihn einfach nur rausholen. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen mit einer Hand hin. Aber, ja, da kommt das schon. So, komm her. So, da haben wir den Starter. Und da hinten, da haben wir den Zahnkranz, das Schwungrad. Und da sehen wir auch die einzelnen Zähnchen. Na, Fokus. Ja, die Kamera ist nicht so gut wie die andere. Aber ich denke, ihr könnt euch das vorstellen. Und hier kommen die Zähnchen des Starters kommen hier rein. Und dann treibt der Starter das gesamte Schwungrad an. Und dann dreht der Motor. Ihr seht, ich habe hier oben jetzt ein Kabelbinder durchgeschoben. Und das Kabel bereits vorbereitet, aber natürlich noch nicht festgezogen. Hier sehen wir die originale Aufnahme mit der Kunststofffassung. Die Auflagefläche hier habe ich etwas gereinigt, also mit Drahtbürste, Messingbürste, dann mit WD-40 und Kontaktreiniger. Vorbereitet habe ich hier soweit jetzt alles. Jetzt baue ich den neuen Starter ein, schraube ihn an. Beim Schrauben müsst ihr darauf aufpassen, dass euch nichts herunterfällt und ihr müsst versuchen, möglichst gut, am besten sofort, dieses Loch hier zu treffen. Das wird jetzt die Herausforderung. So, der Starter ist quasi angesetzt, aber nur mit der einen Schraube, mit der unteren. Dadurch bleibt er jetzt in der Position. Ich habe sie nicht fest angezogen, der ist quasi noch flexibel und ich blende euch jetzt ein Bild ein. Ich habe mit dem Handy nachgeprüft, dass die andere Fassung des Starters wunderbar jetzt fluchtet. Jetzt werde ich versuchen, mit der anderen Schraube es zu erfüllen, es zu ertasten und das Loch zu treffen. Ich ziehe das Ganze per Hand an. Offiziell bekommen die beiden Schrauben nach meinen Unterlagen 25 Newtonmeter.
Der Starter ist angebracht. Ich habe auch bereits die Kontakte befestigt. Da oben sehen wir sie. Auch dieser Massekontakt ist befestigt. Als nächstes nehme ich Batteriepulverfett und werde die ganzen Kontakte mit Batteriepulverfett versiegeln, damit die einfach eine Art Schutz haben gegen Korrosion etc. So, fertig. Die Kontakte sind mit Batteriepulverfett versiegelt und damit habe ich hoffentlich jetzt lange Zeit, lange Jahre Ruhe damit. So, ich melde mich nochmal zurück mit dem finalen Ergebnis. Verschraubt ist alles. Wie ihr seht, ich denke, das sieht recht ordentlich aus. So, hier drüben die Lichtmaschine, alles passt. Die Stütze für die Ansaugbrücke habe ich auch noch dran befestigt. Und ich habe das Kabel da oben wieder sauber verlegt. Ich blende mal ein Bild ein. Wie ihr seht, jetzt kommt man auch besser an die Schraube ran. Ich habe das Kabel sogar so positioniert, dass man das nächste Mal einfach entlang des Kabels die Verlängerung mit der Nuss führen kann. Und so trifft man dann auch einfacher die Schraube, um die Schraube zu lösen und wieder anzubringen. Wieso dieses Kabel nicht vom Werk aus anders verlegt wurde, so wie ich es gerade verlegt habe, ist mir jetzt ein Rätsel. Naja, wie dem auch sei, der Nächste, der hier ran muss und den Starter ausbauen darf, der wird sich freuen, weil das wird auf jeden Fall eine Erleichterung werden. Soweit dazu. Ich bin jetzt hier unten quasi fertig. Ich gehe wieder nach oben und sage meine Schlusssätze. So, wie ihr gesehen habt, war der Ausbau des Starters etwas mühselig, aber es ist machbar. Das ist der alte Starter. Was soll ich dazu sagen? Der Starter an sich hat funktioniert, nur manchmal hat er angefangen Geräusche zu machen aus dem Magnetschalter hier oben. Und wenn er eben Geräusche macht, dann kann es eben passieren, dass er irgendwann nach einiger Zeit komplett ausfällt und dann fällt der Starter aus, Motor kann nicht gestartet werden. Das soll es dazu gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich wünsche euch alles Gute und bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ich auch weiß, dass ihr Interesse habt an solchen Videos, damit ich auch weiter solche Videos für euch erstelle. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.